Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Ich will Ihnen kurz ein Beispiel dafür geben, wie Journalismus in diesem Land nicht funktioniert. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Da ging es um Plug-in-Hybridfahrzeuge. Und diese Grundlage für Plug-in-Hybridfahrzeuge, wie sie heute bewertet werden, setzt darauf, dass der Verbrauch bei einem Testverfahren im Vorfeld gemessen wird. In diesem Gutachten kommt aber raus, dass nachträglich das Kundenverhalten, also das, was der Autohersteller nicht mehr beeinflussen kann, dazu führt, dass diese Fahrzeuge völlig anders eingestuft werden können und erhebliche Strafzahlungen für den Autohersteller daraus resultieren können. Das heißt, hier wird im Nachhinein eine gigantische Belastung für Autohersteller erzeugt, die von dem Autohersteller selber nicht zu verantworten ist. Und das im Übrigen im Nachhinein zu den Investitionen, die die Autohersteller in die Entwicklung der Fahrzeuge, in die Produktion der Fahrzeuge gesteckt haben. Im Grunde genommen wird hier der Dieselskandal 2.0 nur eben als Plug-in-Hybrid-Skandal vorbereitet. Durch eine wachsweiche Gesetzgebung und durch eine nachträgliche Änderung und Verschärfung der Richtlinien zu dieser Gesetzgebung. Wir haben auf diesen Skandal aufmerksam gemacht am Freitag, dem 4. September. Es ist heute Montag, der 7. September. Wir sehen bei Focus Online heute einen Artikel, wo es darum geht, dass eine brisante Studie veröffentlicht wurde. Zitiert wird die FDP-Fraktion mit der Frau Skudelny im Umweltausschuss, die zu diesem Thema dort einige Sätze sagen darf. Es wird also der Eindruck generiert, dass diese Studie in irgendeiner Form im Deutschen Bundestag von der FDP beauftragt, eingebracht wurde oder dass die FDP zu diesem Thema eine Meinung hätte. Davon ist überhaupt gar nicht die Rede. Tatsächlich ist es so, dass die FDP-Fraktion mit diesem Gutachten nichts zu tun hat und sich bisher zu diesem Thema nicht geäußert hat. Die einzige Fraktion, die dazu etwas gemacht hat, das war die AfD-Fraktion. Und das Enttäuschende ist, dass der Fokus die Frechheit besitzt, genau das komplett nicht zu erwähnen. Nein, es ist nicht verboten. Der Fokus kann machen, was er will. Aber er stellt den Eindruck nach außen dar, dass die FDP hinter dieser Sache steht. Tatsächlich ist die FDP an dieser Aktion 0,0 beteiligt, hat wahrscheinlich noch gar nicht mal eine Meinung gehabt, bis sie heute Morgen dazu gefragt wurden. Fakt ist auf jeden Fall, hier wird eine Arbeit der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, die gegipfelt hat in einer Pressemitteilung am 4. September, die wird komplett unterschlagen. Und das ist Journalismus im Jahr 2020 in Deutschland. Sie haben die Möglichkeit, das zu ändern. Sorgen Sie dafür, dass die Leitmedien zukünftig eben nicht mehr die Leitmedien sind. Besuchen Sie alternative Kanäle, wie zum Beispiel diesen YouTube-Kanal. Vielen Dank.